Leute, es gibt Neuigkeiten. Es gibt einen Season 21 Legenden-Teaser. Ich habe ihn leider nicht getriggert bekommen, aber ich habe hier ein Video für euch, was die neue Legende kurz anteasert. Und es gibt Bilder der neuen Legende. Ich habe die Fähigkeiten für euch. Sie wurden geleakt und ich habe noch ein paar Einzelheiten zu dem Artefakt, was im aktuellen Event drin ist, wie das Menü in Zukunft aussehen wird, wie wir das verändern können und so weiter und so fort. Da gibt es mittlerweile Einzelheiten, also gehe ich mal davon aus, dass es tatsächlich so sein wird, dass das Grundgerüst für lauter kleinere Artefakte gibt. Aber ihr seht schon, ich habe mal wieder eingeblendet, unterstützt vom Creator Network, denn auch dieses Video wird wieder präsentiert vom EA Creator Network, denn ich verrate euch den Gewinner relativ zeitnah. Normalerweise lasse ich mir 48 Stunden mindestens immer Zeit zwischen den einzelnen Bekanntgaben der Gewinner. Aber ich zeige euch jetzt gleich schon, wer gewonnen hat. Moment, ich sehe gerade, dass ich das hier noch gar nicht eingeblendet habe. Das mache ich dann gleich. Und werde in diesem Video natürlich auch schon die zweite Verlosung starten. Und jeder Gewinner bekommt 6700 Coins. Also es gibt keinen traurigen Gewinner, der nur 1000 Coins bekommt. Ich sage euch gleich, wer gewonnen hat. Ich möchte euch Folgendes zeigen. Das ist die neue Legende. Alter heißt die. Die heißt wirklich Alter. Es ist kein Witz. Das sind die Fähigkeiten. Wurde vor einigen Wochen geleakt. Da hat man zufällig Gameplay bei einem Playtester, bei einem offiziellen Respawn-Playtester gesehen. Eigentlich hieß es, dass Cave wahrscheinlich in Season 21 kommt. Und jetzt kam aber folgender Teaser. Ich zeige euch erstmal den Teaser und dann gehen wir auf die Fähigkeiten ein. Moment, ich muss dazu erst nochmal X öffnen. Und man muss ein bisschen genauer hinschauen. Folgender Teaser kommt. Der Teaser ist jetzt eigentlich schon vorbei. Achtet hier auf diesen Bereich, gleich wenn das Video neu startet und auf einmal die Gläser vom Tablett verschwinden. Achtung, jetzt hier. Habt das gesehen? So ein bisschen Dr. Octopus mäßig kam da dieser mechanische Schwanz vor. Ich mach's nochmal an. Zack und tschüss. Ihr seht auch hier 41 Tage in diesem Video. Aktuell sind es bei uns auch 41 Tage. Aber ich bekomme den Teaser nicht getriggert. Ich habe es jetzt nur 5 Minuten probiert. Bei mir hat es nicht funktioniert. Vielleicht ist der Teaser auch noch gar nicht aktiv. Das kann natürlich auch sein. Und wie ihr ganz, ganz eindeutig sehen könnt, hat Alter genau diesen mechanischen Schwanz hinten dran. Und sie hat, ich sag mal, so ein bisschen Wraith-ähnliche Fähigkeiten, aber auch noch mehr. Zieht euch einfach mal schon die passive Fähigkeit rein. Die passive finde ich schon sehr, sehr, sehr stark. Die Distanz ist noch nicht klar, müssen wir mal abwarten, aber sie kann aus der Distanz mit einer Deathbox interagieren und kann sich ein Objekt aus dieser Box, aus der Distanz rausziehen. Was bitte ist das für eine absolut krasse passive Fähigkeit? Dann haben wir, jetzt machen wir hier erstmal das wieder zu. Dann habe, gilt nicht für einen Armor Swap, das funktioniert nicht, das wird ja auch extra geschrieben. Es bleibt interessant abzuwarten, ob wir vielleicht auch aus dem eigenen Teams oder aus den eigenen Deathboxen der Teammates vielleicht sogar den Banner rausziehen können. Ich bin mir nicht sicher, es wird auf jeden Fall eine Skirmisher-Legende sein, soweit weiß ich es auch schon. Die taktische Fähigkeit ist auch ebenfalls der Wahnsinn. Diese Fähigkeit wurde vor Ewigkeiten schon mal für eine andere Legende geleakt und kommt jetzt in Season 21. Sie kann ein Portal zwischen Oberflächen platzieren oder an Oberflächen. Zu Deutsch, hier ist. Moment, hier muss ich hin. Hier ist draußen, da ist drin, Haus, hier ist Wand. Mann, du kannst ein Portal durch eine Wand machen. Mein Gott, Alter, wie blöd ich mich aber auch anstelle. Du kannst einfach ein Portal an eine Wand kleistern und kannst dann einfach durch die Wand durch. Wie verdammt krank ist das? In Verbindung mit No-Step-Sounds ist das eine ganz, ganz krasse Nummer und eröffnet so unfassbar krasse taktische Möglichkeiten. Es klingt einfach mal extremst geil. Und Void Nexus, du kannst einen Regroup Point ermitteln oder kannst den stellen.
Den kannst du wahrscheinlich auf Distanz stellen. Ich sage jetzt mal beispielsweise, als würdest du den Endpunkt einer Zipline anvisieren. Den kannst du erstellen und dann können deine Teammates mit diesem Recreate Group, also einen neuen Formationsplatz, so wie du es auch pingen kannst. Ich finde gerade nicht die richtigen Worte dafür. Können die Teammates von der Ferne mit diesem Platz interagieren und dann entsteht ein Tunnel, wie bei Wraith zum Beispiel, und dann spawnst du an diesem Regroup Place. Gab es auch Gameplay? Ich habe es jetzt leider, tut mir leid, für dieses Video nicht vorbereitet, spontan. Ich habe schon geleaktes Gameplay gesehen und es ist echtes Gameplay. Und da sieht man, dass wie auf einmal dieser Tunnel entsteht und wahrscheinlich die Leute dann auf einem Dach regroup werden. Ich könnte mir aber vorstellen, dass die Range nicht extrem groß sein wird. Aber Alter, und damit meine ich die Legende, Alter, klingt die extrem, extrem genial. Leute, schreibt in die Kommentare außerhalb. Also natürlich auch in eurem Kommentar das Codewort Coins wieder für die Verlosung machen, aber schreibt bitte unbedingt in die Kommentare, was haltet ihr von der Legende? Ist das nicht der absolute Wahnsinn? Dann kommen wir zum Artefakt. Ihr seht links das Original, ihr seht rechts eine veränderte Version des Artefakts. Du siehst, du oder ihr seht, ihr könnt die Farbe der Klinge ändern, der Griffe, die Optik der Griffe und so weiter und so fort. Das kannst du alles ändern. Also geht einfach mal davon aus, dass es das Artefakt nach dem aktuellen Event auch im Store gibt. Beziehungsweise kannst du das wahrscheinlich mit Erbstück splittern, dann freischalten oder mit irgendwas anderem, weiß der Geier was, weil ansonsten könnte ja niemand, wenn jemand jetzt dieses Grundartefakt nicht hat, könnte man ja niemals irgendwie das pimpen und EA bekommt kein Geld, Respawn bekommt kein Geld. Ich denke, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Und das Menü zum Pimpen für das Artefakt seht ihr hier. Ihr seht hier auch ganz komische Schriftzüge auf dem Griff und auf der Klinge. Das sind quasi so eine Art Platzhalter für verschiedene Farben, die ihr da seht. Schwarz, Orange, Gelb, Holzfarben, rotig, grausig. Und so weiter und so fort. Ich mache nochmal das Bild an. Das Holzfarben seht ihr an den Griffen. Das sieht schon echt optisch ultra nice aus. Also ich finde das Erbstück sehr, sehr kreativ, sehr, sehr genial. Ich weiß, dass im letzten Video einige gesagt haben, ist jetzt nicht so mein Fall. Bin ich natürlich auch bei jedem, der sagt, ist jetzt nicht so geil. Und ihr seht auf der linken Seite verschiedene Slots von Artefakten, die ihr benutzen könnt. Und es gibt auch Slots, wo eine Kette dazwischen ist. Das heißt, das ist so eine Art kombinierbares Gedöns, was miteinander irgendwie interagiert. Und rechts unter dem Artefakt seht ihr dann natürlich ganz, ganz deutlich 2, 4, 5 Slots, die ihr maximal belegen könnt mit verschiedenen Sachen. Was allerdings jetzt die Deathbox in diesen Slots auf der linken Seite zu tun hat, kann ich mir aktuell noch nicht so ganz erklären. Da bin ich noch ein bisschen am Rätseln. Leute, inhaltlich war es das für dieses Video. Jetzt gibt es den Gewinner und vergesst bitte nicht, Folgendes müsst ihr natürlich tun, wenn ihr gewinnen wollt. Ihr müsst natürlich den Kanal abonnieren. Optionalen Daumen hoch wäre schön. Und wie gesagt, schreibt bitte in die Kommentare, was haltet ihr von all dem, was ich euch jetzt präsentiert habe, aber unbedingt von der neuen Legende, weil die Fähigkeiten klingen echt schon sehr, sehr genial. Dann natürlich Codewort Coins, welche Plattform ihr spielt. Und Instagram solltet ihr natürlich bei mir auch am Start sein. Instagram findet ihr natürlich unter jedem Video einen Link. Und jetzt möchte ich herzlichen Glückwunsch. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe die letzten Jahre nicht so ganz auf dem Schirm, aber Odin FPS schon lange, lange bei mir dabei. Ich bin mir nicht sicher, ob der schon mal irgendwas bei mir gewonnen hat. Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht ja, vielleicht nein. Er schreibt auf jeden Fall: Servus, danke, dass du immer so viel Mühe dir machst und uns auf dem Laufenden hältst. Ein großer Fan deiner Videos. Coins für den PC wären ganz geil und so weiter und so fort. Also, Odin, melde dich unbedingt bei mir und ganz wichtig an alle anderen Gewinner in den Folgevideos: Ihr bekommt alle zeitgleich eure Coins. Keiner versetzt, erst wenn alle drei Gewinner ermittelt sind, frage ich die dann bei EA an und bekomme ich die alle drei gleichzeitig. Ansonsten ist das ein nerviges Hin und Her für die Verantwortlichen, deswegen immer in einem. So, ich habe fertig für heute. Ich bin echt gespannt, was ihr zu schreiben habt. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und ich gehe davon aus, dass es weiterhin in den nächsten Tagen noch mehr Leaks geben wird, die ich natürlich sofort in Verbindung mit der nächsten Verlosung setze und euch auf dem Laufenden halte. Ihr wisst also Bescheid, haut rein, bis zum nächsten Mal.